Also, nee. Hast du das Rad unten gedreht? Ja, Gut, also ich besser glaube, ich gesagt werde. hat es irgendjemand anders gemacht. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon über der Brücke drüber, besser gesagt über der Tür. Ist genau wie die Minen von Moria hier. Diese Parallelen überall. Ja, wir sind jetzt schon im etwas schwierigeren Teil der Instanz ab jetzt. Toll, es wird also noch schwieriger. Ja. Das Super, vorhin war der prima, prima. einfache Teil, allerdings sind wir Damit dafür war jetzt auch richtig schon einfach, seitdem zwei ja. Level aufgestiegen. Für mich war das auch total einfach alles. Hey. Geht ruhig, wenn ihr gleich den grimmigen Säufer zusammenkloppt, gehe ich an die Theke und trinke ein paar Bierchen. Ich brauche das jetzt. Experience, wir hatten das Problem neulich auch. Bevor du den Boss angreifst, gehst du hinter den Boss und sprichst mit dem kleinen Mann im Käfig. Ah. Ach, der ist gerade im Pechschwingabstieg. Und du solltest auf jeden Fall trotz alledem versuchen, dass dein Leben nicht unter, sehen, wie viel war das? 10k. 10.000? 10.000 kommt, weil sonst rettet dich das auch nicht. Das heißt, wenn du Pech hast, musst du dich heilen. Okay. Machst du auf HC oder nicht? Ja, HC. Ach, da hast du mich neulich noch mitgeschleppt. Wir sind auch verreckt. Zu zweit. Ja, ich hatte ihn fast down. Was willst du da überhaupt noch? Nix. Ich habe schon wieder keinen Mana mehr. Mir ist langweilig. Hättest du doch bei uns mitkommen können. Ich bin hier unterwegs mit Industriemagnaten. Guck mal hier, hat eine Airline gekauft. Wow. Ja, das ist meine Gilde auf dem Server. War hat ein Bordell gekauft, schon vergeben? Nee, das nicht, aber wir fanden die Airline einfach cooler. Erinnert mich an ein gutes altes Spiel, das ist Airline Außerdem wäre Tycoon, das Bordell kannte ich eventuell ein früher. bisschen zu anstößig gewesen und ich weiß nicht, ob Blizzard da wieder was dagegen gehabt hätte. Hättest doch Rabatt geben können. Oh. Und ich Wieso bin schon. stirbst du immer? Guck mal, ein Tanktrinket. Kannst du das wenigstens noch gebrauchen? Mh, Da bist du wieder tot. nicht wirklich. Es tut mir so leid, ich bin wirklich nicht unfähig, liebe Zuseher. Es sieht nur so aus. Ah, Na ja, vielleicht der liegt es Patch ja auch ist am noch nicht mal Tank. eine Woche da. Es sind noch Bugs drin. Es ist nicht meine Schuld, wirklich nicht. Du kannst mich trotzdem aufheben. So, ich habe versucht, den Zwerg hier aufzuheben. Ich verwechsel euch immer. Na, nur weil mein Main-Zwerg ist. Ah, einer der besten, anständigsten, die ich kenne. Oh. Ich wette übrigens 10 Gold, dass wir heute Abend wieder episches Klopapier serviert bekommen. Na, mindestens episch, wenn nicht sogar so mythisch Kriegsgespielt oder so. Also ich habe diese neuen Anordnungen der Schwierigkeit gerade immer noch nicht verstanden. LFR ist jetzt Nee. Flex-Schwierigkeit, Flex ist jetzt normal, normal ist jetzt LFR ist immer HC. noch LFR. Der Flex heißt jetzt normal. Der normal heißt jetzt heroisch und heroisch heißt jetzt mythisch. Warum? Einfach weil. Das ist völliger Humbug. Man wird sich dran gewöhnen. Ja. Friss es oder vergiss es, genau. Nicht so schnell. Ich muss ein bisschen heilen. Kann nicht langsam machen, weil man hier sowieso immer alles pullt. Mist. Healern und langsam machen, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Gut, dass wir nicht in diese andere Instanz gegangen sind mit diesem Raum, der voller Zwerge ist, die immer wieder kommen. Das kommt noch. Ach du Schande. Ja, und ich freue mich auch schon drauf. Kilian, du stirbst. Ja, yeah, Mann.
Ja, es war kein Witz. Klar, ich krieg dich nicht hochgehalten, wenn du erstmal. Ich meine, wie gesagt, es ist nicht mein Char. Ne? Aber hast du nicht noch ein paar andere Heilzauber, die ein bisschen mehr heilen oder ich so? Ich habe gerade die Dicken durchgehalten mit Wallener Nebel. Das hat überhaupt nichts genützt. Ich meine, hast du nicht noch ein paar andere oder ich weiß nicht. Ich guck gleich mal. Das Gefühl, als würde ich Erbsen gegen eine Mauer werfen. Also nicht unbedingt. Ich habe dir den blöden Schild drauf gemacht, der hat aber 2 Minuten Cooldown. So, alles andere habe ich drauf gehabt, aber es funktioniert nicht. Ich schaue gerade, aber ich habe nichts anderes, wirklich nicht. Ich mache ja auch schon Active Avoiding vom Feinsten und richtige Death-CDs habe ich noch nicht unbedingt. Also die einzigen Death-CDs, die ich habe, die absorbieren Magieschaden oder sorgen dafür, dass ich Aggro verliere. Unermüdlichen Verteidiger kriege ich erst mit Level 70. Und Wächter der Uralten Könige erst mit 75. Damit müssen wir jetzt wohl leben. Oh, die Stiefel sind gut. 1! Also, kriegst du es gebacken oder wie sieht's aus? Was? Mit der Heilung. Achso. Ich tu, was ich kann. Das ist super. Da mache ich einmal bei sowas hier mit. Das ist wirklich mein allererstes Mal und schaut mal den Versagerstempel drauf. Ich sehe das schon vor mir. Zum ganzen Internet. Den Versagerstempel, den habe ich mir auf Ewigkeiten gesichert. Na, das ist doch mal eine gute Nachricht. Ja. Da ist der Krieger wieder reingestürmt, oder wer war das jetzt? Das sind, glaube ich, zwei Krieger, oder? Ja. Ich kann mich selber heilen. Ich kann immer nur ein Ziel heilen. Der Kranichtritt ist so schwach. Ich habe den Krieger gerade vorhin mal in der Gruppe des Elementar verbannt. Er hat einfach weiter draufgehauen. Ich glaube, muss mal ganz kurz einen Reload machen hier. Ich kriege hier nämlich keine Gruppenmitglieder anvisiert. Über das Raid Frame. Das stört mich dann schon ein bisschen. Jo. Wer macht mich jetzt zum Irrwisch? Ich kann so nicht kämpfen. Immer diese Schlotternächte. Ist zwar ein nettes Fest und so, aber sowas stört mich dann eigentlich. Schade. 3. Mindestens. Du hast zum letzten Mal nichts gelernt, junger Jedi. Braucht ihr Hilfe? Mit einem Löffelchen voll Zucker. Endlich ehrfürchtig bei der Gilde. Jetzt, wo er seinen Irrtum erkennt, sucht er verzweifelt nach einem Ausweg, aber es gelingt ihm nicht. Denn wir sind alle beschäftigt. Der Krieger ist echt sehr voreilig. Hey, vielleicht hat er Durchfall oder so und hat's eilig. Vollkommen. Und denkt daran, nur ein sauberer Arsch ist der glückliche Arsch. Für alles andere episches Klopapier. Mythisches Klopapier. Das klingt aber nicht so gut. Was ist denn das für eine... mythisches Klopapier. Was soll das sein? Vier Lagen unbekannte Weisheit. So. Ich hoffe mal, dass die anderen jetzt mal kurz keinen Schaden hier machen. Ich ziehe den nämlich kurz da raus. Weil ich keine Lust habe, hier den halben Raum zu adden.
Nö, da habe ich auch keine Lust drauf. Ja, allerdings waren da einige Leute wieder ein bisschen zu voreilig. Wieso aber auch immer gleich mit AE-Schaden da rankommen? Dass man ja auch ja alles pullen muss hier. Ich freue mich jetzt sowieso schon auf das Zeug da oben. Das könnte mich jetzt ganz schön heftig werden. Hattet ihr auch so schönes Wetter an diesem Wochenende? Wir haben immer noch schönes Wetter. Ja. Jetzt zieht gerade so eine richtig dunkle Wolke drüber. Das soll ja auch nicht lange anhalten. Ja, die besten Wetterberichte sind die, die einfach sagen, es wird heiter bis scheiße, da ist alles drin. So, einen brauchen wir noch. Nehme ich den Stöpsel. Da ist er doch. Komm her, du Knackwurst. Hau man einfach so. Das ist das Einfachste. Es gibt einen. Komm her, du Knackwurst! Yeah. Es gibt eine Möglichkeit, den so zu triggern, allerdings. Ja. Oh, ich habe was Neues gelernt. Es könnte uns retten. Was hast du denn gelernt? Nein, doch nicht. Ist ein Damage-Zauber. Das werde ich mitnehmen, wenn es keiner braucht. Ja. So. Ich versuche die jetzt mal so einzeln wie möglich zu pullen hier. Ja, das ist mir anscheinend sehr gut gelungen. Und da geht der erste down. Ja, down. Ja, das klang gerade wie Arnold Schwarzenegger. Und wieder down. Ich bin auch gleich down. I'll be back. It's great to be back here in Germany. Ha, ha. Ha, wir leben ja noch alle. Jupp. Ich bin überrascht. Ich ehrlich gesagt auch. Lust auf ein Glas? Tja. Ah, sind fertig hier, oder? Nö. Also hier mit Dreaming Säufer sind wir fertig, ja, aber... Das meine ich doch. Wo ist denn der Ausgang da? Da hinten. Unsere Krieger können sie nicht lassen, da wieder reinzustürmen. Boah, Kerman, ey. Es ist ein Krieger, der kann nichts anderes. Ja, aber so ein Verhalten habe ich zum Beispiel von Experience noch nie gesehen. Was? So ein asoziales Kriegerverhalten. Achso. Vladi hat das auch nie gemacht. Das Einzige, was der gemacht hat, ist eine Zeit lang nicht mit uns zu reden. Ja gut, der hat halt andere Probleme, aber wenigstens hat er nicht alles gepult. Und Ben wusste, was er tut. Aber dieser Krieger, dieser... So ein Worgen, ey, komm her, du Entlausungsmittel. Wenn man die Gilde schon Free Hacks nennt, das sind hundertprozentig Öko-Fritzen. Du putzt, bevor ich überhaupt in der Nähe bin, um dich zu heilen. Wunderst du dich, warum du stirbst? Tja. Das ist ein Instrinket. Sehr fein. Aber hier, das Wutgesicht will auch. Hat gewonnen. Ja. Ja. Das sieht mir aber stark nach einem Heiler-Trinket aus. Freundchen. Naja, es verringert die Mana-Kosten aller Zauber um 88, ist... Kann man für beides nehmen. Nein, nimm's ruhig. Es ist 50-50. Also, ist doch kein Ding, Mensch. Nimm es. So schlimm ist das jetzt wirklich nicht. Aber wenn ich durch Trinkets hätte, dann wäre ich ein besserer Heiler. Ich spiele ohne Trinkets, ohne Umhang, weil ich
völlig vergessen habe, mal nachzugucken, was die anderen Chars mit der Zeit gegeben haben. Dann landet man hier an so einem Ort, wo einem das dann fehlt. Am liebsten möchte ich die Krieger einfach mal so verrecken lassen, weil sie einfach reinstürmen. Ja, das ist eben das Problem. Wenn man optimistisch ist, dann würde ich hier gut klarkommen. So, aber wenn man natürlich das Pech hat, mit so zwei Bobs in der Gruppe zu sein, da kommt man dann an seine Grenzen. Da gibt es nur eine Möglichkeit, Notkeulen. Die Free Hugs schön und gut, aber nicht die ganze Gruppe. Wenn die das hier sehen oder hören, verklagen die uns bestimmt. Ich glaube, wir hätten sie rechtlich darauf hinweisen müssen, dass wir hier aufzeichnen. Ach, man sieht doch nicht mal die Namen von denen. Gegen diverse Leute ein paar Beleidigungen genannt worden, die meisten davon von mir. Und das ist jetzt nicht so günstig. Wir haben mal einen Strike bekommen, weil wir Hakuma Matata gezogen haben. Naja, wenn man schon jemanden namens Timon dabei hatte, dann bietet sich das doch an. Ja. Die haben so bescheuerte Namen. Ja, der hat den bescheuersten. Guck mal, hier steht YOLO in Zwergensprache. You only loot once. Des Berges sieht nicht mehr so gut aus, obwohl ich noch einen Schlüssel dabei habe. Ich habe vorhin meine zwei schon verwendet, aber die bleiben ja offen, die Kassetten. Also trotzdem Unsinn. Also ich habe seit Ewigkeiten im WoW nicht mehr so eine Quest. Die haben doch die meisten dieser frustrierenden Quests rausgenommen. Ja, das ist die letzte, die übrig ist. Hey, super, klasse, die letzte, die übrig ist. Und wer kriegt sie? Wir. Ich habe sie letztens mit meinem Schurken zum Beispiel mal wieder durchgekriegt. Da kriegst du 4000 EP für. 4000 ist eigentlich nichts. Und dann so viel Arbeit? Nee. Aber selbst dafür gab es jetzt 6000. Da, ui, was da schönes. Hier gibt's einen Umhang. Ich kann einen gebrauchen. So, jetzt kommt der Raum, von dem du gerade gesprochen hast. Ja, vergesst es. Ich heil nicht mehr. Ja, das Gute an dem Raum ist, dass die Mobs instant kippen. Schön beieinander bleiben. Dann versuche ich es hier mit dem Wirbel. Moment. Ach, jetzt geht das Fackengegammel wieder los. Fackelngegammel. Fackeln am Sturm. Das Gute ist, dass die Mobs hier nichts aushalten. Immer mal AE-Siegel an. Ja, haltet euch nicht auf. Weiter. Zur Brücke von Khazad-dûm. Flieht ihr Narren. Das kommt erst später. Ja, stimmt. Das Flieht ihr Narren kommt erst, wenn wir die Fackeln angezündet haben. So, da ist ein Flammenbewahrer. Hoffentlich darf den einer von uns looten, weil ich traue es den Bobs nicht unbedingt zu, dass sie wissen, was sie hier tun müssen. Au! Hättest du mir bloß ein Trinket gegeben. Zach bleibt nah beieinander. Was ist denn passiert? Ich weiß auch nicht, aber irgendjemand hat hier ziemlich viel gepullt. Ja, guck mal, der Krieger hier. Ich glaube, der hat überhaupt keine Ahnung, was er hier tut. Wirklich nicht. Der ist sowieso auf Tank geskillt, warum auch immer. Ach, der ist auf Tank geskillt, super. Mein Mana ist gleich leer, egal. Wo kommen die alle her? Ja, da gleich so, es geht gleich um auf Senden, Mann, und dann hole ich mir diesen Krieger. Gib ihm Böses! Dann lasse ich mir richtig schön viel Zeit. Wo liegt denn der Chrissy jetzt rum? Ja, der, bist du reingelaufen? Eigentlich nicht, auf einmal war ich von Leuten umringt. Es kann sein, dass ich vielleicht einen Leck hatte oder so. Toll, super. Massenvergewaltigung, die Leiche ist weg. Ja, ich hab dich hier nirgendwo. Kannst du mir nicht mal einen Anhaltspunkt geben? Wir sind doch gar nicht so weit gelaufen hier. Was ist denn jetzt? Ich hab auch nicht auf der Karte angezeigt, nix.
Und dem Flammenbewahrer hat auch noch keiner gelootet. Das gibt's doch nicht. Selbst als Leiche ist der Mann nicht zu gebrauchen. Das ist. Wie findet man mich nicht? Und ich lieg da mitten da. Ich sehe dich nicht. Wo liegt der Mann? Wo liegt ich der sehe dich Mann? Weder bist auf der Karte noch irgendwo sonst. Ist irgendwo wieder so ein Loch auf der Karte, wo du reingefallen bist? Nein, ich bin irgendwo runtergefallen. Da bin ich 100%ig sag sicher. Sag doch mal, wir sehen doch die Karte. Siehst du den mittleren Raum rechts oben? Mach doch mal irgendwo so eine Blinkmarkierung, wo du liegst. Dann komme ich da hin. Ich habe leider schon den Geist freigelassen. Ach doch. Ja. Dann renn rein, hat, komm. Hat den Geist freigelassen, das ist ja. Ach, den Geist freigelassen. Ja, ich bin davon ausgegangen, es könnte sein, dass ihr nicht überlebt. Ich will versuchen, dir klarzumachen, dass wenn du jetzt versuchst, wieder da reinzulaufen, du wieder durch die ganzen wieder gespawnten durchrennen musst, ne? Dann fliegst du gleich wieder. Das kriege ich schon.